Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist der Stempelpalast für euch zum großen Weihnachtswichtel-Stream heute am 3. Advent. Herzlich willkommen. Ja, wir warten einfach, bevor wir starten, noch ein ganz kleines bisschen, dass ihr die Nachricht kriegt. Ich gucke nebenbei ein bisschen auf meinem Laptop, dass ich hier auch ein paar Kommentare erwische, dass die mir im Handy nicht so durchgehen. Guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo. Sehr schön. Schau mal, da sind schon die ersten da. Da freue ich mich sehr. Ja, aber hören möchte ich mich nicht. Ich möchte mich bitte nur gern sehen. Geht das? Nee, geht nicht. So, weil ich hätte ja gerne Kommentare gelesen hier. Darf ich das bitte? Kommentare lesen. Guten Abend, Hallöchen. Ach ja, so, ich hoffe, ich kriege jetzt alles mit von euch. Einen wunderschönen guten Abend. Anja, Huhu Iris, hallo Nicola, schön, dass ihr reinschaut. Hallo Heike, hallo Bianca, hallo Karin. Mir läuft hier noch der Stream nicht mit, das finde ich nicht so schön. Ich fände das schöner, wenn ich das hier sehen könnte und die Kommentare lesen könnte. Aber das kriegen wir heute Abend noch hin. Wir warten noch einen kleinen Moment, bis alle da sind. Guten Abend. Heike, Bianca, Karin, Lisa. Bianca schreibt, ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Ja, und ich hoffe, ihr hattet einen schönen dritten Advent. Ich war heute den ganzen Tag fleißig. Ganz viel vorbereitet. Ganz viel zu Ende gebracht. Ja. Oh, vielleicht. Vielleicht laufen dann die Kommentare weiter. Mal schauen. Vielleicht kann noch einer was schreiben. Ich muss wahrscheinlich zwischendurch mal aussteigen. Wir fahren keinen Bus, Iris. Du kannst einfach gerne hier bleiben. Bonsoir, Simone. Schön, dass du reinschaust. Guten Abend. Ja. Ich freue mich sehr. Das war heute alles ein bisschen wie Weihnachten. Ich habe tatsächlich heute nochmal alles ausgepackt und habe nochmal in Ruhe geschnüffelt und geguckt. Und wir haben eine Menge vor uns. Mein Wichtelhelferlein ist natürlich wieder mit am Start. Ihr kennt sie schon aus den letzten Jahren und ich freue mich, dass auch dieses Jahr sie sich bereit erklärt hat, mich zu unterstützen. Und ja, mir Dinge anzureichen und sie hat mich hat sich auch bereit erklärt, mit mir heute Abend noch umzupacken, damit Herr DHL morgen früh eure Wichtelgeschenke wieder mitnehmen kann. Vielen lieben Dank an dich. Danke, danke. Sie nickt zumindest. Sehr schön. Dagmar schreibt, Hallihallo, bin nur kurz dabei und grüße dich. Ich grüße dich auch, liebe Dagmar. Schönen dritten Advent für dich. Oh, ein Tannenbäumchen. Jawohl. Iris schreibt, Huhu, liebes Helferlein, mitten im Herz. Sie winkt. Genau, ich habe einen Tannenbaum tatsächlich dieses Jahr. Ich habe mir jetzt mal einen künstlichen gegönnt, weil für die 14 Tage fand ich das jetzt ein bisschen überflüssig, so ein Tänche zu fällen. Und habe gedacht, der amortisiert sich auch in 2 Jahren. Der war wirklich günstig und ich finde ihn sehr schön, weil er keine gegossenen Nadeln hat. Also nicht so richtig aus Plastik, sondern mehr papierig, stoffig, irgendwie sowas dazwischen. Also es ist sehr, sehr schön und ich freue mich sehr. Ich mag ihn und es ist kein echter, vor allen Dingen riecht er nicht. Das ist sehr, sehr schade, aber ja. Ich freue mich, dass es überhaupt einen gibt. Ja. Ich finde, wir starten einfach mal langsam, aber sicher. Ich habe wie immer eine kleine Geschichte zum Advent für euch oder zu Weihnachten für euch.
Dieses Jahr habe ich mir ausgesucht Zauberhafte Weihnachten in Honolulu, eine Weihnachtsgeschichte von Antje Joritz-Paschek. Leute, es ist soweit. Jedenfalls fast. Weihnachten. Super. Endlich Ferien und nichts tun. Keine Schule, lange schlafen, ab 16 Uhr langsam aufraffen und rausgehen. Davon träume ich, seit ich vorgestern endlich die letzte Klassenarbeit abgegeben habe. Die einzig anstrengende Ferienaktion? Heiligabend die Geschenke unterm Baum hervorkramen und auspacken. Aber danach gehe ich gleich in den Ruhemodus und werde auf dem Sofa liegen und zocken. Super! Wichtig dafür ist natürlich der Weihnachtsbaum. Der ist sogar sehr wichtig. Sonst nerven die Kleinen. Bei uns sind es zwei, Yannick und Finja. Deshalb waren wir gestern im Wald, um den Baum auszusuchen, direkt vom Feld. Natürlich nicht klauen, nein. Wir waren auf einer riesigen Weihnachtsbaum-Freilandplantage. Meine Mutter findet solche Natur-Pur-Sachen prima. Naja, und wir machen eben mit. Einerseits finden wir Mama prima, andererseits haben wir auch keine Wahl. Im Dämmerlicht stapften wir im Schnee zwischen den Bäumen herum und suchten nach dem Schönsten. Finja und Yannick umkurften jede Tanne, schrien grässlich laut und heulten jämmerlich, als sie sich an den Nadeln stachen. Ich ging tiefer in den Wald, um dem Kleinkindgenerve zu entkommen. Sanft fielen die Flocken und ich bemerkte gar nicht, dass ich weiter lief, als ich wollte. Mitten hinein in den Winterwald. Zum Glück. Das Dämmerlicht veränderte sich. Es schimmerte orange, Feuerfarben, zwischen den dunklen Tannen. Feuerfarben? Zögernd schlich ich weiter. Der Schnee dämpfte meine Schritte. Ganz leise und vorsichtig blickte ich durch die Tannenzweige. Ein Lagerfeuer mitten im Wald und davor ein Mann im dunklen Mantel. Komm ruhig her, sagt er mit freundlicher Stimme. Wie haben Sie? Ich sehe fast alles. Hören kann ich auch fantastisch, unterbrach er mich. Langsam ging ich um die Tannen herum auf das Lagerfeuer zu. Der Mann saß auf einem gemütlichen roten Sessel, die schwarzen Stiefel abgestreift, in Ringelsocken, vorm Feuer und trank heiße Schokolade. Willst du auch eine Tasse? Fragte er. Was tun Sie hier? Fragte ich. Siehst du doch, ich sitze am Lagerfeuer im Wald und trinke heiße Schokolade. Schimmerte sein Mantel rot und seine Mütze auch? Stand der zweite Sessel eben auch schon da? Setz dich doch, sagte der Mann und nickte auffordernd. Verwirrt setzte ich mich und schon hielt ich eine dampfende Tasse Schokolade in meinen Händen. Wo kam die her? Wer sind Sie? Der Weihnachtsmann, antwortete er gelassen, und ich habe keine Lust mehr. Klar, und ich bin der Osterhase, sagte ich und grinste. Da hörst du es, rief der Mann und blickte zur Seite. Es ist doch nur ein Junge in der Pubertät, den darfst du nicht so ernst nehmen, rief eine Stimme aus dem Gebüsch. Ein kleines Wichtelmädchen wuselte sich durch die dichten Zweige. Sie starrte mich bitterböse an. Du hast mir gerade noch gefehlt. Noch so ein Bengel, der nicht an den Weihnachtsmann glaubt, sogar wenn er seinen Kakao trinkt, schimpfte sie und dabei versprühte sie winzige, blau glitzernde Funken. Ich mache sowieso nicht mehr weiter, sagte der Mann fröhlich. Auf diesen Osterhasen kommt es gar nicht mehr an. Und er räkelte sich gemütlich in seinem roten Sessel. Ich glaube, ich spinne, dachte ich. Ich bin fast 16 Jahre alt und weiß ganz genau, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ich glaubte einfach nicht, was ich sah. Verwirrt starrte ich auf den Mann im schwarz-roten Mantel. Er trug sogar ein Bart, war aber gärtenschlank, noch nicht einmal ein Bauchansatz war zu sehen. Sollte er tatsächlich? Nee, kann nicht sein, murmelte ich und trank einen Schluck. Es schmeckte himmlisch, ein bisschen nach Zimt. Was kann nicht sein, kam es zornig vom Wichtelmädchen. Dass er es nicht ist, obwohl du ihn vor dir siehst, seinen Kakao trinkst und wahrscheinlich sogar einen Weihnachtsmann-Boxershorts trägst? Wieder versprühte sie kleine Wutfunken. Ich traute meinen Augen kaum. Wie sollte ich durch schmale Türen, Fenster und Schornsteine kommen, wenn ich rund um die Hüften und weißhaarig wäre? Fragte der Mann. Jetzt traute ich auch meinem Verstand nicht mehr. Er konnte auch noch Gedanken lesen.
Aber wie gesagt, ich mache sowieso nicht mehr weiter, fuhr er fröhlich fort. Endlich Weihnachtsferien. Super, sollen doch die anderen weitermachen. Auf den Weihnachtsmärkten ist alles voller dicker Weihnachtsmänner mit weißen Plastikbärten. Haufenweise Weihnachtsmänner in allen Größen, aus Pappe, Stoff oder Schokolade, in den Schaufenstern. Sollen die doch mal ran und die Geschenke verteilen. An die glauben die Kinder. Ich hau morgen ab nach Honolulu in die Hängematte. Das werden die zauberhaftesten Weihnachtstage meines Lebens. Schoko- und Pappweihnachtsmänner sollen die Geschenke verteilen? Ja, das klappt bestimmt, rief das Wichtelmännchen verärgert. Wichtelmädchen verärgert. Das Feuer knisterte. Der Mann im schwarz-roten Mantel lächelte und summte, süßer die Glocken nie klingen. Ich kam mir ein bisschen blöd vor, aber ich räusperte mich und flüsterte zögernd, sehr zögernd. Weihnachtsmann? Und dann sagte ich erstmal nichts mehr. Ich dachte an Finja und Yannick. Nicht, dass sie traurig wären, das wäre schon schade. Aber noch viel schlimmer wäre das Generve der beiden. Nix wäre mit auf der Couch chillen und zocken. Ich müsste mit ihnen spielen oder so. Mama würde hektisch nach alten Geschenken suchen, sie schnell verpacken und von mir verlangen, derzeit mit ihnen Memory zu spielen. Oh no! Hey, Weihnachtsmann, das kannst du nicht machen! Du kannst nicht einfach abhauen und Ferien machen, rief ich. Wieso nicht? Machst du doch auch ab heute. Der wusste echt alles. Unglaublich. Juhu, juhu, goldene Funken flirrten durch die Winterluft. Nur einer, hast du gesagt, nur einer muss an dich glauben, dann verschiebst du deinen Urlaub. Und er hat Weihnachtsmann gesagt. Dieses pubertierende Bürschchen hat Weihnachtsmann zu dir gesagt, jubelte das Wichtelmännchen glücklich. Nix ist mit Honolulu und Hängematte. Ulle, wo bist du? Ulle, hörte ich plötzlich die Zwillinge rufen. Du musst los, sagte Weihnachtsmann und Wichtelmännchen gleichzeitig. Sie lächelten. Erzähl nichts weiter, aber du hast Weihnachten gerettet, flüsterte das Wichtelmännchen fröhlich zum Abschied. Ich kann es selbst kaum glauben. Aber eure kleinen Geschwister würden euch den ganzen chilligen Weihnachtsabend mit übelstem Jammern versauen, hätte ich den ollen Weihnachtsmann nicht wieder auf die Spur gebracht. Also, frohe Weihnachten. So, der Weihnachtsmann ist also wieder auf Tete. Und wir gucken mal, was die Wichtel alle so gemacht haben. Findet ihr nicht? Ich kann ja noch mal eben gucken. Rudolf ist auch dabei, schreibt Bianca. Ja, hier. Da. Der dicke Bauch mit der dicken roten Rentiernase. der dicke Sushi-Bauch. Ob Rudolf Sushi kennt? Ich weiß nicht. Schön, vielen Dank für die Geschichte. Coole Geschichte. Ja, sehr, sehr gerne. So, wir starten. Dankeschön. Das erste, ich muss noch mal eben schielen, ist von der lieben Claudia. Und ich fand, das haben mehrere von euch gemacht und ich war baff erstaunt. Ich schicke ja unterjährig ganz viele Pakete raus mit rosa Seidenpapier. Das habe ich jetzt übrigens wieder. Aber ganz im Ernst, ich mache ja einfach den Karton wieder zu und klebe eine neue Adresse drauf. Also ich bin es dann auch wieder los. Aber es ist witzig, wie es so jetzt durch die Gegend tourt. Hab mich jedenfalls sehr gefreut. Genau. Und Claudia hat mir noch extra geschrieben, es gibt ein kleines Geschenkchen für mich. Ich stelle mal das kurz zur Seite. Eine kleine Kiste. Sehr süß. Mit Schleifchen oben dran. Oh, guck mal, jetzt kriege ich hier noch ein Podest gebaut nebenbei, damit ich nicht so weit runterfassen muss. Vielen lieben Dank. Bitteschön. Und da gibt es Hüftgold innen drin für mich. Dankeschön, Claudia. Die für mich bleiben mal gleich hier oben stehen. Ne? Kann ich hier gleich mit neben den Keksen. Ich habe hier nämlich auch noch selbstgebackene Kekse von meinem Freund. Kann ich hier heute Abend eine richtige Schlemmerei starten. Und wir schauen uns das Geschenk von Claudia weiter an. Da gibt es eine bestempelte Kerze.
Da steht drauf, trage den Zauber von Weihnachten immer in deinem Herzen. Und es gibt noch mal eine Kerze sogar mit Verpackung. Sehr süß. Und dann gibt es noch eine Paper Pumpkin Box, eine Mini Paper Pumpkin Box. Eine schöne Weihnachtszeit mit Kerzenlicht und Heiterkeit. Die kann man hier öffnen. Dann gibt es erstmal eine Visitenkarte von der lieben Claudia. Und einen kleinen Hinweis, den lasse ich auch einfach drin. Denn Claudia hat gecased, heißt das bei uns hier in Fachkreisen. Und der Hinweis dafür steht da drin. Auf jeden Fall gibt es hier eine kleine Nachricht, vielleicht beim Backen mit jemandem zusammen. Ich wünsche dir von Herzen eine schöne Weihnachtszeit, Claudia. Und hier gibt es dann ein kleines Leporello mit einem Keksrezept. Und hier unten drunter haben wir ein kleines Engelchen. Und wenn man dieses Engelchen auch noch aufmacht, findet man auch kleine Ausstechförmchen. Sehr, sehr süß. Das finde ich mega niedlich. Da sind wir wieder bei den Dingern, die ich am liebsten selbst behalten hätte. Ne? Ja, ich freue mich. Vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Claudia. Wir handhaben das natürlich wie im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr. Ich erzähle aktuell nur, von wem das ist. Und wir machen nachher einen Break. Und wer nicht wissen möchte, was er geschenkt bekommt, sondern sich von DHL überraschen lassen möchte, der schaltet an dem Breakpunkt aus. Und danach erzähle ich nochmal, an wen dieses zum Beispiel geht. Das müsst ihr aber eben nicht gucken, wenn ihr nicht möchtet. Ich sage vorher explizit Bescheid. Und wer das nicht gucken will, der schaltet vorher aus. Und sonst wird er hinterher dann erfahren, was für ihn ist oder an wen dieses gegangen ist. Genau. Ich stecke das einfach mal wieder ein. Ich sage einen wunderschönen guten Abend, liebe Sandra. Schön, dass du reinschaust. Hier beim großen Weihnachtswichtel-Stream. Das hier gebe ich mal wieder ab. Und dann warten wir auf das nächste. Ich trinke zwischenzeitlich mal ein Schlückchen. Und dann kommen wir zu dem nächsten Riesenkarton. Der ist von der lieben Vanessa. Das war alles. Vanessa hat eine Tasche gestaltet. Die fand ich schon sehr süß. Und in dieser Tasche drin ist ein bisschen Hüftgold und eine Karte. Auch hier, wie jedes Jahr, ich zeige das Design der Karte für eine Idee, aber nicht den Kartentext. Denn der ist ja für das wichtige Kind, für den Beschenkten und bleibt somit im Verborgenen. Aber ich zeige euch ein ganz tolles Wichtelgeschenk von Vanessa. Vanessa hat nämlich, das kann man vielleicht schon ein bisschen erkennen, kleine Papiersterne gebastelt. Sogar mit einem Magneten dran. Das heißt, man kann die einfach so zusammentun. Plopp. Und dann hat man solche Sterne. Und dann gibt es hier zwei unterschiedliche kleine. Wie gesagt, einfach zusammenstecken. Ist ein Magnet drin, finde ich eine mega Idee. Ich finde sie auch von beiden Seiten schön tatsächlich. Und es gibt dann auch noch einen großen. Und den will ich jetzt gar nicht so sehr auseinanderfuchteln, denn hier gibt es noch Platz für drei Batterien. Und eben einen riesengroßen mit Kabel. Oh, der fällt schon. Mir fehlen einfach drei Hände dafür. Aber ihr könnt euch das vorstellen, ein
vorne ist, glaube ich, so rum. Seht ihr das? Ja, ne? Könnt ihr sehen, glaube ich. Ich will das nur gerade nicht weiter auseinanderfummeln, weil das hier alles so schon vorbereitet ist dafür, dass das richtig rund werden kann. Und ich muss es ja noch weiter verschicken. Also, vielen lieben Dank, Vanessa, dass du mitgemacht hast. Wir packen das hier alles artig wieder ein. Diese Taschen sind ja auch immer... Ich gebe das einfach mal hier an meinen Wichtelhelfer weiter. Diese Taschen sind ja auch immer sehr, sehr praktisch, weil man die einfach befüllen und wieder leer machen kann, ohne dass man irgendwelche Geschenkverpackungen zerstören muss. Da wart ihr in diesem Jahr tatsächlich alle sehr kreativ. Da musste ich Gott sei Dank nichts zerstören. Dankeschön. Konnte das alles so einfach schön auspacken. Das war sehr schön. Das nächste wichtige Geschenk kommt von der lieben Steffi. Steffi hat auch mir ein kleines Geschenk gemacht. Die hat mir nämlich so einen kleinen Wichtel mit ins Paket gepackt, den man so in Blumen stecken kann. Ich lege ihn mir jetzt hier erstmal mit auf den Tisch. Hauptsache der kippt gleich nicht vom Tisch. Das fände ich nicht so schön. Und Steffi hat einen kleinen Weihnachtsmarkt to go gebastelt. Das finde ich eine mega süße Idee. Und zwar gibt es einmal von der lieben Steffi eine Karte. Die sieht so aus. Nicht sehr schön gestaltet. Und die Farbkombi mit Rosa und Grau, oder Schiefergrau in dem Fall, die geht ja schon immer, ne? Sehr süß. So, und dann haben wir hier einen kleinen Weihnachtsmarkt to go. Taschentücher, Handschuhe, gebrannte Mandeln und Glühweintee. Ich glaube, so hieß das. Bratapfeltee. Also, kleiner Mini-Weihnachtsmarkt to go. Sehr, sehr süße Idee. Vielen lieben Dank, Steffi. Das packen wir schnell hier wieder rein und nehmen das nächste von hier. Dankeschön. Das nächste Geschenk ist von der lieben Caroline. Ich packe es schnell nochmal aus dem Umschlag aus. So, und zwar haben wir von der lieben Caroline zwei Teelichter. Dann haben wir eine Karte, die mir sehr bekannt vorkommt, weil ich dem Set ja richtig hinterher traue, muss ich ja mal gestehen. könnt ihr euch noch erinnern, ne? Das war Paper Pumpkin vor 2 Jahren, würde ich gefühlt sagen. Dann hat sie gebastelt eine Teeverpackung mit Schleifchen. Kann man hier öffnen und dann gibt es hier kleine Teebeutelchen. Du machst ein Schleifchen gleich da wieder rein, ne? Und dann haben wir, passend zu dem Weihnachtsmarkt, vielleicht solltest du dich dann mit Steffi, also du neuer Wichtelinhaber von diesem Geschenk, dich zusammentun mit dem neuen Wichtelinhaber von dem kleinen Weihnachtsmarkt, weil hier geht das nämlich weiter. Hier gibt es jetzt Handwärmer. Und damit man nicht verloren geht, ein Schlüsselanhänger. Also, alles Weihnachtsmarkt geeignet hier. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Caroline. Das gebe ich auch einfach mal hier runter. Und dann fangen wir hier mit dem nächsten an. Hier gibt es auch gleich wieder 2 Tütchen. Da muss ich noch mal eben überlegen, wer es denn war. Ach, das war Anja. Richtig. Das war Anja. Stehen bleiben. Anja hat 2 Tütchen gemacht. Eine rosa, ne? Natürlich. Ne? Steht auch für Christiane drauf. Bilde ich mir nicht nur ein, steht drauf. Rosa ist für mich. Mhm. Da gibt es eine ganz süße Karte. Die halte ich mal in die Kamera. Simone schreibt, mein Netz schwächelt auf dem Dachboden. Das ist schade. Ich hoffe,
dass sich das noch wieder fängt. Das fände ich schön. Genau, hier ist innen mit einer kleinen, mit einem kleinen Text. Sehr süß, vielen lieben Dank für die schöne Karte. Und dann gibt es hier noch eine kleine Leckerei in der entsprechenden Schachtel. Oh, sogar mit einem kleinen rosanen Engel. Guckt mal, seht ihr das? Ein kleiner rosaner Engel. Auch sehr süß. Innen drin ein bisschen Hüftgold. Franziska schreibt, ich kam gerade erst dazu, habe es fast vergessen. Nein, Franziska, wie kannst du? Nach dem Stress geht ja kaum. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, aber keine Sorge, das Wichtelpräsent, was du gebastelt hast, war noch nicht dran. Wir packen fleißig gerade alle aus. So, hier haben wir das Lebenswundervoll, genieße es. Das stimmt. Ein Licht für mich. Kleine Kerze in einer ganz süßen Verpackung. Ich mag dieses Papier ja auch einfach total gerne. Ne? Das ist schon sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Da habe ich mich sehr gefreut. Das tun wir mal in dieses Tütchen wieder hinein. Und dann haben wir noch das andere Tütchen für den Wichtel. Und hier ein riesen Tütchen. Da steht übrigens auch noch ein Schildchen dran mit für den Wichtel. Da, also super beschriftet, damit ich auch nichts falsch machen kann, Gott sei Dank. Das hilft mir ja sehr. Handgemacht von Anja. Die Karte ist wie meine. Die stecken wir also gleich wieder da rein. Dann haben wir Leckereien mit einem rosanen Engel. Und wenn man die so aufmacht, stecke ich auch wieder rein, versprochen. Und dann haben wir eine Kiste mit einer Schleife. Und wenn man die aufmacht, hat man ein Licht für dich. Und auf dem Licht steht drauf, Glück für dich. Auch sehr süß, ne? So, das machen wir wieder zu. Und dann macht mein Wichtel hier noch ein Schleifchen rein. Und in der Zeit zeige ich euch das hier. Das hat mich ja quasi aus den Latschen geholt. Das, also, wow. Wirklich ein schönes Wichtelpräsent. Mega viel Arbeit. Also, so ein kleiner, eigentlich ein großer Umschlag. Ein bisschen bestempelt. Und in diesem Umschlag drin ist ein Kalender. So rum ist richtig. Ich hoffe, ihr könnt das lesen und es ist nicht spiegelverkehrt. Doch, ist es. Schade. Positive Vibes Only kann man, glaube ich, erkennen, auch wenn es spiegelverkehrt ist. Und wir gucken einfach mal durch, weil also so viel Arbeit. Genau, war doch stressig zum Schluss und wir zwei hatten viel Glück. Das stimmt, Franziska, das hatten wir. Das Nervenkitzel bis zum letzten Tag hier. Ja, der Januar. Dann haben wir noch keinen Überblättern hier. Im Februar. Na? Und den März. Lebe, liebe, lache. Im April.
den mal. Und hier ist der Juni. Und der Juli mit Eis, ne? Natürlich. Und in meinem Geburtsmonat August gibt es maritim. Selbstverständlich. Dann haben wir. Hoppala. Den September. Da haben wir, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Das stimmt allerdings. Das muss ich halt auch immer noch mal wieder ausführlich schreiben. Der Oktober. Wishing you a happy Halloween. Der November. Gather together. Und im Dezember haben wir frohes Fest und schöne Stunden. Mega Ding. Ganz, ganz toll. Wirklich sehr sprachlos, Anja. Vielen Dank. Upsi. Ich muss das ja leider wieder einpacken. Schnieke. Der Kalender hat übrigens hinten dran einmal eine Vorrichtung zum Aufhängen, aber auch der ist sehr stabil, ich würde sagen schon holzig, dass er stehen kann mit so einem Fuß dran. Das ist, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der Wichtel streicht schon hier, nimmt schon die Hände aus. Vielen Dank, lieber Wichtel. Ich trinke einen Schluck und dann geht's weiter. Der Kalender ist mega zum neidisch werden. Das stimmt, ja. Das, da sagst du was, Sandra. Und das ist so ein immerwährender Kalender, ne? Da standen zwar die Tage drauf, aber kein Wochentag daneben. Das war auch sehr, sehr gut. So, dann haben wir das nächste Geschenk von der lieben Christina. Christina hat auch ein kleines Geschenk für mich gemacht und ein Geschenk für den Wichtel. Dankeschön. Kann ich hier. Willi ist gestorben, ne? Dann kann ich auch wieder vom Tisch nehmen. Also Zeitungspapier zum Ausstopfen und da waren dann gerade die Todesanzeigen. Also, eine Karte gibt es für mich. Die sieht so aus. Und aufgeklappt ist es eine kleine Laterne. Und passend dazu gab es für mich eine kleine Box. Und in dieser Box ist Naschkram drin. Und schwuppdiwupp ein kleines Lichtlein für die Karte. So. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe mich sehr gefreut, Christina. Das stecken wir mal eben hier wieder rein. Den Naschkram hinterher. So. Und dann schauen wir an, was ich an den Wichtel weiterschicke. Hier gibt es noch für den Beschenkten eine Karte. Als Laterne oder als Teelichtkarte. Und dazu ein Kistchen. Achso, hier ist vorne. Mit Tannenbaum ist vorne. Und auch mit Bambi, hätte ich bald gesagt. Da drin ein paar Süßigkeiten. Und auch hier unten drunter ein LED-Teelicht, was diese Karte zum Leuchten bringt. Genau. Vielen lieben Dank an dich, Christina, für deine Teilnahme. Das stecken wir hier alles wieder hinein. Dann kommt das Ganze wieder in diesen Karton. Die Todesanzeigen wieder oben drauf.
Dankeschön. Und ja, wir verpacken das wieder ordentlich, damit das weiterreisen kann. Hier haben wir das nächste Geschenk. Das nächste Geschenk kommt von der lieben Iris. Jetzt hat es sich schon verhakt gehabt. So. Hätte ich auch eigentlich gar nicht sagen brauchen, ne? Unsere Schachtel Queen hat eine Schachtel gebaut. Eine Schachtel mit Schleife, die machen wir mal auf. Gleich habe ich Knoten drin. Ne, geht. So. Und da steht drauf, meine Karten 2022 in Glitzer. Und dann, wow, ja, Hüftgold würde ich sagen und Tee zum Spülen oder sowas. Diese ganze Box voll mit Schokolade und Tee. Sehr schön. Ach, wieder so eine schöne Box gebastelt, Iris. Ich könnte neidisch werden. Aber ich habe auch schon so eine Box im Haus. Darum darf die blaue jetzt auf Reisen gehen und ich verrate auch nachher, wohin sie auf Reisen geht. Hier machen wir Dankeschön. Oh, ich habe Pause, ich darf was trinken, hat mein Wichtel gesagt. Er ist echt toll, aber einige Wichtel, die ich bisher sah, fand ich klasse. Ja, das stimmt. Das waren auch einige. Hier haben wir den nächsten. Die nächste Kiste ist von Bianca in rosa mit lila. Das ist auch eine schöne Farbkombi. Auch Schleifchen vorne weg. Und dann können wir das mal öffnen. Wer sind denn eigentlich deine beiden Helfer? Ich habe nur eine Helferin. Und die kennst du. Die kommt hier häufiger. Genau. In dieser Kiste hier haben wir Tee. Könnt ihr das sehen? Hier einmal in Schneemannform und einmal in Rentierform. Dann gibt es einen kleinen Rentier. Upsi, Kugelschreiber. Er muss da ja eigentlich auch rausgehen. Mit einem magnetischen Schnappi gibt es hier. Einen Rentierpulli. Ganz niedlich, der hat sogar einen Schal um, damit ihm nicht kalt wird. Und hier unten haben wir ein kleines Ringbuch. Einfach mit gedeuteten leeren Seiten. Und obendrauf steht Let the Adventure Begin. Richtig schön, was für unterschiedliche Wichtelpräsente da zu sehen sind. Ja, allerdings, ich war auch sehr, sehr, sehr positiv überrascht, als ich hier, wie gesagt, war ein bisschen wie Weihnachten, wenn man das alles auspackt. So, Bianca hat mir freundlicherweise auch gezeigt, wie man das legen muss, damit das wieder zugeht, weil das ist ja auch wichtig, ne? Muss ich da irgendwie, okay, so war es nicht, ach so, hat sich verkantet, dann wird es auch nichts. Ha, so, dann kann wieder die Schleife drum. Da muss ich nämlich jetzt tatsächlich mal dem Wichtel assistieren. Nein, eigentlich assistiert der Wichtel mir. Hier, ne? Da. Weil das sonst nämlich nicht geht. Dann geht es immer wieder auf. Dankeschön. Und wir haben das nächste Wichtel. Präsent von der lieben Karin. Da habe ich mich auch sehr gefreut über die Farbkombi. Und hier übrigens, ne? Wieder rosa Papier. Sieht man da eine Adresse? Nein, man sieht nur einen Aufkleber. Über das rosa Papier. Weiterverbraucht hier. Die liebe Karin hat eine ganz super süße Karte gemacht.
Das fand ich eine mega Idee. Diese Strümpfe auszuschneiden aus dem Designerpapier. Das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. War das Erste, was mich angeguckt hat. Aber dieses Designerpapier finden wir hier immer wieder in allen möglichen Präsenten. Das hier finde ich auch mega niedlich. Und hier kommt ein bisschen Hüftgold raus. Dann haben wir hier einen kleinen Notizklotzblock selbst gestaltet. Wir haben einen Schneemann, nicht für draußen, sondern für die Hüfte. Auch wieder passend mit dem gleichen Designerpapier eingepackt. Dann haben wir eine kleine Kiste. Und wer noch nicht genug Schokolade hat, der kann dann hier noch ein paar Kekse essen. Mit dem Prinzenteilen und so, ne? Und hier oben gibt es nochmal fröhliche Weihnacht überall. Noch einen süßen Stempel oben drauf. Dann haben wir hier noch eine Box. Und wenn man die aufmacht, dann gibt es hier drin einen kleinen Wichtel. Hoffentlich geht er nicht kaputt. Er ist so süß. Guckt ihn euch an. Ist er nicht niedlich? Naja, eigentlich ist es auch eine Sie, wenn wir ehrlich sind. Ne? Ist sie nicht niedlich? Sehr niedlich. Das ist auch wieder was. Das könnte hier einziehen. Das muss ja leider weit. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Ne? Hier gibt es noch eine kleine Box. Die hat hier vorne auch so einen Eingriff. Hier steht, Weihnachten ist, wenn das Herz nach Hause kommt. Den Spruch, den liebe ich wirklich sehr. Doch. Da drin ist noch ein großes Teelicht. Und hier drin gibt es noch einen zweiten Spruch. Sei erfüllt von Liebe, sei gesegnet mit Frieden, trage Hoffnung im Herzen. Auch super, super niedlich. Lauter kleine Verpackungen. Und hier gibt es noch einen kleinen Bilderhalter. Ich will ja nicht vorweggreifen, aber... So, da ist er. In Sternform. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich glaube, da ist vorne. Das hat nämlich noch so ein bisschen Struktur. Das ist auch sehr niedlich. Das gebe ich hier mal an die Wichtel weiter zum Wiedereinpacken. Hier ist so. Das räumen wir hier schön wieder ins Kästchen, damit hier auch nichts verschütt geht oder bei wem anders ankommt. So. Und dann haben wir das nächste Wichtelgeschenk von der lieben Nicola. Nicola habe ich auch schon entdeckt. Und ich habe wirklich herzhaft gelacht, als ich es ausgepackt habe. Denn Nicola war so lieb und hat mir eine Rolle Klebeband mit eingepackt. Schleifchen drum und hat geschrieben zum fleißigen Verpacken. Vielen Dank, liebe Nicola. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht so einen Stress gehabt, noch hier Verpackungsmaterial ranzukriegen. Und dann hat die liebe Nicola auch an die Helferlein gedacht, nämlich dann auch nicht nur an mich, sondern auch an meinen Wichtel, der noch neben mir steht. Und hier gibt es zwei kleine Häuschen mit Kerze. Und da gibt es frohe Weihnachten. Ist das nicht süß? Frohe Weihnachten, lieber Wichtel. Dankeschön.
Und ich habe auch ein kleines Häuschen gekriegt. Auf dieser Kerze steht drauf, Freundschaftskerze. Dankeschön, liebe Nicola. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist super süß. Und das Häuschen findet hier auch unterjährig einen Platz und nicht nur zu Weihnachten. Aber natürlich hat Nicola auch ein ganz tolles Wichtelgeschenk gemacht. Da gucken wir jetzt auch noch mal rein. Ich habe ja schon gequietscht, als ich nur von oben in die Tüte geguckt habe. Ne? Guck mal. Das glitzert so schön. Dann sieht man das. Das sind so Wischperlen. Wie heißen die noch? Wendeperlen. Wendebailletten. Wisch. Wie auch immer. So süß. Und wisst ihr, was da drin ist? Ganz viel Pfiffgold. Und noch mehr. Also, der ganze Strumpf ist voll damit. Richtig Hüftgold. Sehr, sehr lecker. Dann gibt es von der lieben Nicola einen kleinen Gruß an den Wichtel auf einem Block mit lauter Wichteln. Sehr, sehr süß. Bisschen gedottet und viele, viele Zettel für kleine Notizen. Dann haben wir hier eine Verpackung. Ich mache mal nicht die Schleife auf, sondern ich hole einfach hier die Banderole ab. Er ist auch noch festgeklebt, das ist ja auch praktisch. Dann nehmen wir den Deckel gleich mit ab. Und hier drin sind kleine Elche. Einer und noch einer. Nicht vom Tisch kippen hier. Sind die süß? Ja, ne? Die sind mega süß. Und haben hier so ein Guckfenster. Nicht sehr, sehr putzig. Wieder sowas, was diese Wohnung eigentlich nicht mehr verlassen müsste. Aber ist, wie es ist. Ich habe das ja schon gewusst. Und dann gibt es in dieser Tüte für den Wichtel auch noch eine Musikbox mit einem Gummiband. Das kann man sehr süß aufklappen und da gibt es Kerzen drin. Eine Wichteline. Genau, voll lieb sind die putzig. Ja, ach wie niedlich, genau. Könnten Salz- und Pfefferstreuer sein. Ja, die sind nur leider unten offen. Also, ich glaube nicht, weil es gab oben, soweit ich es gerade gesehen habe, keine Löcher. Ich glaube, es ist nur Deko. Also, hier auch frohe Weihnachten. Dann haben wir hier ein Weihnachtslicht. Wir haben gute Laune-Kerze, muss ich mal über Kopf lesen hier. Und wir haben Glücksbringer-Kerze. Sehr, sehr niedlich. Vielen lieben Dank, Nicola, dass du mitgemacht hast und uns diese schönen Werke geschenkt hast, dass wir sie angucken können. Ich freue mich sehr. Aber das geht wieder auf die Reise. Ja. Und es bleibt nicht mal in Bremen. Aber es trifft die Richtige. Das erzähle ich später. Ich sag noch nichts. Hier, unser Klebeband. Nicht vergessen. Das brauchen wir später. Um das hier alles wieder einzupacken. So, dann haben wir das nächste Geschenk. Das nächste Geschenk ist ein Last Minute. Donnerstag stellte ich nämlich fest, es fehlt eins. Und ja, aber es ging blitz wie die Feuerwehr, war hier der Nachschub angekommen. Ich freue mich sehr. Das ist nämlich die
Das wichtige Präsent von der lieben Franziska. Und bei Franziska im Karton, ich glaube, da glitzert es am allermeisten von allen, denn es gibt hier Glitzerband. Es gibt Glitzersterne. Oh, andersrum. So rum kann man noch was sehen. Glitzersterne. Es gibt eine Glitzerhülle mit ein bisschen Hüftgold drin. Wir haben einen glitzernden Hundepfotenanhänger an einem herbstlich gestalteten Schlüsselanhängerchen. Es gibt Glöckchen, silberne in Mattsilber und glänzend Silber. Es gibt einen Stempel auf einem Holzblock mit einer geschwungenen Bordüre, würde ich einfach mal sagen. So eine Blätterbordüre kann man, glaube ich, auf dem Holzblock sehr gut sehen. Hier einfach aufgezogen auf den Holzblock zum Abstempeln. Denn die liebe Franziska weiß ja, was der Stempelpalast so macht. Und da muss ich jetzt bitte Stamping Up einen von abschneiden. Glitzerpapier. In rosa. Und in türkis. Und in rot. Und in gold. Und in lila. Und in silber. Naja. Und in blau. In schwarz haben wir sogar. Und weil das so toll ist, gibt es das in rosa nochmal. Und in hellgold oder in Champagner. Und in richtig gold und... ganz viel tolles Glitzerpapier. Ich bin hart neidisch. Ich muss es wieder einpacken. So, ich habe es eingepackt. Oh, jetzt wollte ich den Schlüsselanhänger unterschlagen. Uiuiui. Ach hey, ja, ich nehme nur den Inhalt. Wir haben ein Paket von seiner Umverpackung befreit. Dankeschön. Weil das mit der Schleife etwas schwierig ist, die auszupacken. Wir packen es in die Umverpackung wieder ein. Der Wichtel wird es dann in der Tüte finden. Wir haben es aber schon mal vorher ausgepackt, damit wir hier nichts zerdeppern. Es ist das... alles gut. Ich versuche nur gerade das Geschenk anzukündigen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wer die liebe Heike kennt aus den letzten Jahren, der weiß, was Heike für Wichtelpräsente macht. Und sie hat auch in diesem Jahr mal wieder voll ins Schwarze getroffen. So ein tolles Wichtelpräsent. Jetzt versuche ich gerade noch an die Karte zu kommen. Die Karte ist schon ein Hinweis auf das Wichtelpräsent. Hier steht nämlich Ho 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 mit einem roten LKW. Franziska schreibt gerade, schade, dass das erste Paket nicht anfängt. Da war auch was für dich dabei. Aber ich schicke dir so nochmal eins. Das brauchst du nicht, meine Liebe. Es ist total süß, dass du das nochmal geschickt hast. Oder dass du nochmal etwas gemacht hast. Du brauchst mir nichts zu schicken. Definitiv. Vielen, vielen Dank dafür. Guten Abend, Jule. Schönen dritten Advent auch für dich. Seid ihr gespannt? Ich mache noch eben Licht an. Wartet. Muss ja auch den richtigen Effekt haben. Ich bin ehrlich mal wieder von den Socken. Das Wichtelpräsent von Heike. Mit Häuschen und Licht und
Habt ihr hier oben das Häuschen gesehen? Auch das Häuschen hat Licht. Und das Auto hat Licht. Und der kleine Trecker da oben, ne? Ist ja wohl der Rohrhammer, oder? Ist das süß? Wahnsinn. Ich bin echt wirklich verliebt. Vielen, vielen Dank an dich, liebe Heike, für dieses tolle, wichtige Geschenk. Auch wenn ich es weiterschicken muss, aber es war wirklich wow. Dankeschön. Wir werden das ganz vorsichtig wieder einpacken und weiterschicken und hoffen, dass das genauso mit Haus und Auto und allem hier ankommt. Hier ist noch die Karte, lieber Wichtel. Dankeschön. Und ja, Heike hat für mich auch ein bisschen Hüftgold eingepackt. Vielen Dank dafür. Also ich, falls mich jemand sucht, ich bin morgen Schokolade essen. Den ganzen Tag, glaube ich. Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Genau, Karin schreibt, das passt ja perfekt zu meiner Red Christmas Truck Sammlung. Sandra, mein Haben-Wollen-Effekt ist on air. Ja, Bianca, mein Geschenk von dich für mich ist in 24 Kugeln aufgeteilt. Das stimmt. Bianca hat mir nämlich einen Adventskalender geschenkt mit so kleinen Kugeln. Magst du da mal eine aus dem Karton holen? Zum Beispiel die 10. Ja, ich muss gestehen, ich habe noch nicht alle ausgepackt. Ab dem 9. habe ich, glaube ich, aufgegeben, weil ich komme nicht mehr hinterher. Ich muss so viel arbeiten. Aber so, in solchen Kugeln, und 10 kann ich ja aufmachen, ne? Ist ja schon. Leider muss man auch immer einen Schnuppi hier raus machen, sonst kommt man da nämlich gar nicht dran. Und alle anderen versuche ich dann dran zu lassen. Und so mache ich schon die ganze Adventszeit Geschenke auf. Ist das nicht toll? Kekse! Yummy! Und überall sind so kleine süße Zettelchen dabei. Hier steht drauf, Freunde sind Menschen, die uns dabei helfen, dass wir uns am Labyrinth des Lebens nicht verlaufen. Wahre Worte. Das kommt in die andere Tüte in dem Karton. Das kommt heute noch zu dem roten Rentier. Und das kommt da oben zu den anderen Sprüchen, bitte. Sehr schön. Also, das ist das Dankeschön von Bianca gewesen. Und ich sage vielen lieben Dank. Ich freue mich jeden Tag wieder. Also, ist gelogen, seit ein paar Tagen nicht mehr, weil ich so viel arbeiten muss. Ich nehme ihn auch mit. Und dann habe ich wenigstens nächste Woche dann, wenn ich nicht mehr hier bin, noch ganz viel zum Auspacken. Sehr schön. Ja, eine tolle Idee. Ja, das stimmt, Lisa. Da hast du recht. Ich hoffe, ich lese. Ich beneide euch ja. So kreativ und einfallsreich. Ja, Jule, das kann man sich abgucken und lernen. Anja schreibt, die Kugeln sind auch echt toll. Ja, die sind, ich habe mich wirklich wieder sehr gefreut. Bianca lässt sich, seitdem sie mein Teammitglied beim Stempelpalast ist, jedes Jahr für mich einen Adventskalender einfallen. Und da waren schon so schöne dabei. Und das toppt sich jedes Jahr wieder aufs Neue. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, sie bleibt mir noch lange erhalten. Liebe Adventskalender. So, aber wir machen einfach noch mal ein bisschen weiter. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie spät das ist mittlerweile. Danke. Wir machen weiter. Mich hat auch so ein großer Sack erreicht. Von der lieben Yvonne. Da ist auch eine dicke Schleife drin. Die machen wir schnell auf. So. Und dann kann man hier reingucken und das hier rausholen. So. Und dann gibt es ein dickes, fettes, großes Wellness-Paket mit kreativer Schleife drumherum. Jetzt eine Badewanne haben, ne? Dann wäre ich schon mal weg. Da kann sich der Wichtel freuen, weil ich habe keine Badewanne. Aber richtig cool, also mit so einem Schwamm und mit Badekugeln. Und hier gibt es eine ganze Menge
was ich leider nicht lesen kann, weil ich es nicht ausgepackt habe, weil, also, auf jeden Fall Wellness, ne? Da ist Weihnachten gleich gerettet, dann, wenn man diejenige dann sucht, die ist bestimmt im Bad. Sehr schön. Hier ist noch die Tüte. Vielen Dank, lieber Wichtel, fürs Abnehmen. Das wird auch weitergeschickt. Und dann wissen wir, wo wir diejenige finden. Im Bad. Dann haben wir das nächste Geschenk. Ist, ich glaube, von Nadine, richtig? Ja. Ich habe es mir tatsächlich jetzt auch mal aufgeschrieben. Weil wir letztes Jahr so raten mussten, wer war denn noch was, als wir hinterher erzählten, wer was geschenkt hat, habe ich es mir diesmal aufgeschrieben. Hier gibt es Lakritz, gezuckert, wusste ich auch gar nicht, dass es sowas gibt, weich und süß. Ich dachte immer, da wäre Salz drumherum, aber scheinbar gibt es das auch mit Zucker. Dann gibt es eine ganz süße Weihnachtskarte mit Sternen. Und es gibt eine Kiste, eine harte Kiste, auch mit ganz vielen Sternen drauf. Und wenn wir die aufmachen, oh, Jule schreibt 21 Uhr. Dankeschön, Jule. Sehr gut. Dann sind wir ja noch voll in der Zeit hier. So, und in dieser Kiste drin ist eine kleine Karte. Und auf dieser kleinen Karte für meinen Wichtelpartner von deinem Wichtel Nadine steht vorne drauf, nimm dir Zeit zum Träumen, es ist der Weg zu den Sternen. Und das steht auch auf diesem Stern. Und dann gibt es hier noch ein Röhrchen, was man hier so reinstecken kann. Und ich habe das noch nie gesehen, ich finde das mega schön. Wir haben vorhin mal theoretisiert, ob es das Ziel ist, und vielleicht kann die Nadine uns das auch nochmal beantworten, dass dieser Stern mit diesem Reagenzglas so steht. So könnte ich mir das nämlich vorstellen, dass da ein bisschen Wasser drin ist und eine Blume noch sich zeigt. Oder ob das anders funktioniert und ich es nicht, also ich finde es auf jeden Fall süß. Egal wie es steht. Nadine, falls du Zeit hast zu antworten, verrate uns mal, dass der richtige Ständer ist für diesen Stern mit diesem Reagenzröhrchen. Bitte. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ein super schönes Wichtelgeschenk aus Schiefer. Ich lege das hier einfach mal ab, damit das auch wieder ordentlich verpackt wird und reiche das hier einfach mit Süßigkeiten und allem einmal weiter. Vielen Dank. Dann kann ich noch kurz einen trinken und dann kommen wir zu dem bereits ausgepackten Geschenk von Sabine. Denn das war so passgenau im Karton, dass wir das schon mit zwei Leuten auspacken mussten. Es gab obendrauf einen Leseknochen und hier steht Auszeit auf dem Leseknochen. Seht ihr das? Ja, so kann man das. Also es ist silberne geplattete Folie wahrscheinlich, aber man kann das lesen, ne? Also super niedlich. Und dazu gab es eine Kiste, die wirklich passgenau am Karton hing. Deswegen haben wir sie schon mal aus dem Karton geholt. Da brauchten wir tatsächlich schon vier Finger für. Ich finde, es ergibt Sinn mit dem Reagenzglas. Ja, ansonsten gibt es kein Loch und kein Nix. Ich wüsste nicht, wie das stehen, liegen, halten sollte, wenn der Stern flach liegt. Von daher denke ich auch, aber wir fragen Nadine gerne nochmal. So. Kreativ mit Biene. Die Sabine hat natürlich auch eine Weihnachtskarte gemacht. Die sieht so aus. Ich glaube, die muss andersrum. Das ist nämlich so ein Pergamentumschlag.
Da müssen Sie ja immer so rum rein, wie Sie in einen normalen Briefumschlag nicht gehören. So, und dazu gibt es eine Auszeit. Ich glaube, so kann man das in einem Wort beschreiben. Hier gibt es nämlich ein Glas. Auf diesem Glas steht... Oh. Haha. Nee, es wird auch nicht besser. Mal gucken. Also, auf diesem Glas steht Oh Happy Day. Ja, so vielleicht, also ansonsten müsst ihr mir das gerade einfach glauben. Es ist graviert, da steht Oh Happy Day drauf. Dann gibt es Tee in Bratapfel. Puh, kann ich dir den daneben geben? Dankeschön. Dann gibt es hier Schokoladen mit Lebkuchen. Und es gibt Julia. Winterträume. Stimmt. Zum Lesen. Drei kleine weihnachtliche Geschichten. Verführerischer Weihnachtstraum. Eine Romanze wie im Märchen und Winterzauber in Alaska. Und das Ganze jetzt mit Lebkuchen-Schoketten und Bratapfeltee im Glas. Das kann man machen, finde ich. Das geht, glaube ich, echt gut. Guten Abend, Daniela. Schön, dass du reinschaust. Das gebe ich auch einfach mal hier so ab. Das waren alle, ne? Genau, dann hatte ich das richtig mitgekriegt. So. 15 wichtige Geschenke haben wir jetzt rum. Mega. Mir bleibt schon die Spucke weg, wenn ich sehe, wie kreativ ihr seid. Das war wirklich, wirklich ein Fest, diese Pakete auszupacken. Ja, der Tee ist genau das Richtige für dich. Nicht. Ja, Sandra, es gibt auch Geschenke, die gebe ich gerne weiter. Die gebe ich auch weiter, bevor ich sie ausgepackt habe. Ja, da war ein bisschen zu viel Zimtdruff drin. Das musste hier nicht stehen. Aber wie gesagt, das muss ja nicht, das kann ja einfach dann gleich wieder weg. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Und die Schokolade auch nicht. Richtig, aber die hat nicht so gerochen. Zumindest nicht durch die Verpackung. Ja, ich freue mich sehr. Und ich sag schon mal Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, euch hat das Basteln Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Angucken Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr freut euch über eure Wichtelpräsente, wenn sie dann zu euch kommen. Ich fand es auch auf jeden Fall klasse, mitgemacht zu haben. Ich hoffe, du machst das nächstes Jahr wieder. Gerne, Franziska. Ich mache das tatsächlich schon im dritten Jahr jetzt. Und wenn mein Wichtel nächstes Jahr wieder Zeit hat, sie nickt schon, dann werden wir das auch im nächsten Jahr wieder machen. Über den November wird gebastelt und am dritten Advent schauen wir uns das Ganze hier an. Guten Morgen, Mama. Schön, dass du auch da bist. Ja, nochmal vielen herzlichen Dank für diese tollen Wichtelgeschenke. Franziska ist schon mal wieder dabei, da freue ich mich sehr. Ich würde sagen, wer nicht wissen möchte, wessen Geschenk er bekommt, der darf jetzt abschalten. Ich sage vielen Dank für den schönen Sonntagabend an dich. Schönen Rest dritten Advent und einen schönen Start in die neue Woche. Wir sehen uns morgen Abend um 8:30 zum Montagsschnack, wie immer. Und wenn du nicht wissen möchtest, wessen Geschenk du bekommst, dann ist es jetzt an der Zeit abzuschalten. Einen schönen Abend für dich und bis ganz bald. Alle anderen, die noch dabei sind, denen erzähle ich jetzt, welches Geschenk an wen ging. So, ich habe ja meine schöne Liste hier. Und zwar starten wir mal mit dem Geschenk von Heike. Deswegen musste ich vorhin schon schmunzeln.
Das Geschenk von Heike war der Bilderrahmen mit dem roten LKW. Und wie Karin so schön schrieb, das Geschenk passt so prima in ihre rote LKW-Sammlung. Ja, Karin, es ist so. Das Geschenk ist für dich. Deswegen musste ich vorhin so schmunzeln, als du das schriebst. Franziska platzt gleich vor Neugierde. Jetzt abschalten, wie bei Peter Lustig, Löwenzahn. Genau, jetzt abschalten. Nein, Sandra, du brauchst nicht mehr abschalten. Wir sind schon mittendrin jetzt. Also, Karin, viel Freude mit dem Rahmen. Ein tolles Geschenk für dich. Bianca hatte eine Kiste gebastelt mit dem Rentierstift, den beiden Tees und dem Ringbuch. Das Geschenk geht an die liebe Yvonne. Yvonne wiederum hat das Wellness-Paket gemacht mit den Badekugeln und dem Schwamm und diesen Pumpspenderflaschen, von denen ich gehe davon aus, dass es Körperlotion und Duschgel und Badeschaum wahrscheinlich. Das Geschenk geht an die liebe Steffi. Caroline, das war der Taschenwärmer, also die zweite Hälfte von dem Weihnachtsmarkt. Der Taschenwärmer und der Schlüsselanhänger mit den Teelichtern. Das geht an die liebe Franziska. Steffi wiederum hat den anderen Teil des Weihnachtsmarkts gemacht, mit den gebrannten Mandeln und dem Tee und den Handschuhen. Das bekommt die liebe Caroline. Nicola hat die beiden Elche gemacht. Guck mal, muss ich das einmal aufschreiben, dann kann man das auswendig. Nicola hat die Elche gemacht und die Kerzen. Und das Geschenk bekommt die Claudia. Christina hatte die Karte mit dem LED-Licht und den Süßigkeiten gemacht. Das Geschenk bekommt Bianca. Die Sabine hat den Leseknochen gehabt, zusammen mit dieser Kiste, mit dem Buch und dem Tee und der Schokolade und dem Glas. Das bekommt die liebe Iris. Passt ja super, liebe Iris, wo du ja gerade flach liegst, kannst du jetzt noch ein bisschen lesen, ne? Und ja, die Nadine, jetzt muss ich doch einmal spicken gehen. Die Nadine hatte als Geschenk gemacht den Stern in dem Reagenzglasröhrchen, genau. Und das Geschenk geht an die liebe Sabine. Warum sagt mir jetzt Facebook, mein Stream ist zu Ende? Das ist ja merkwürdig. Seht ihr mich noch? Bin ich noch bei euch? Mein Handy sagt, ich bin noch live. Mein Rechner sagt, der Stream ist zu Ende. Bin ich noch da? Oh cool, ich friere eh immer. Ich habe die Vergabe verpasst. Oh cool, ich friere eh immer. Dann darfst du dich überraschen lassen, Karin. Yippie, du bist noch online. Ich sehe dich noch. Du bist doch da. Gute Besserung, liebe Iris. Ja, bist noch da. Perfekt. War nur kurz weg. Ach, Gott sei Dank. Oh. Auf meinem Laptop hat er gesagt, dieser Stream ist zu Ende. Was? Ich bin noch nicht fertig. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei Nadine mit dem Stern und dem Reagenzglas. Das Geschenk geht an die liebe Sabine. Und ich habe jetzt gerade gelesen, Karin hat nicht mitbekommen, was für sie ist. Möchtest du das wissen? Dann würde ich es gleich nochmal wiederholen. Wenn du es nicht wissen möchtest, dann sage ich es eben nicht. Und an wen du geschenkt hast, das habe ich noch nicht verraten. Genau, wir machen erstmal weiter mit der lieben Anja. Anja hatte in ihrem Geschenk diesen Kalender, ihr erinnert euch, und die Süßigkeiten dazu. Das bekommt die liebe Heike. Da freue ich mich auch sehr, weil da trifft es auch total die Richtige. Ja, bitte. Liebe Karin, du hast das vorhin so schön gesagt, das passt so gut mit dem roten Truck. Es ist tatsächlich so, dass du diesen Bilderrahmen bekommst von der lieben Heike. Herzlichen Glückwunsch, kann ich hier nur sagen.
Frohe Weihnachten oder sowas in der Richtung. Es passt total. Ich freue mich gerade echt wirklich sehr. So vorhin diesen Satz geschrieben hattest, wusste ich schon, dass der Bilderrahmen zu dir geht. Und ja. Sehr schön. Karin freut sich auch. Sehr gut. Und Heike freut sich über den Kalender. Sehr schön. Ach, ist das schön. Ich mag das, wenn das so passt und so harmonisch ist und so. Ich finde das toll. Genau, dann haben wir die liebe Iris mit dem Meine Karten 2022 mit ihrer Kiste. Das Geschenk wird an die liebe Christina weitergeschickt. Dann haben wir dein Geschenk, liebe Karin. Das war das bunte Potpourri mit dem lilanen Papier, nenne ich es mal vorsichtig. Da gab es ja das große Teelicht und die Kekse und den Kalender und ihr erinnert euch. Das geht weiter an die liebe Nadine. Dann haben wir das Geschenk von der lieben Claudia. Das waren Kerzen. Und ich bin schon raus aus der Nummer. Ich freue mich so, dass ich ganz raus bin. Kerzen und die Kiste zum Backen mit den Engelkeksen. Ihr erinnert euch, mich ganz am Anfang vorgestellt. Mit den Backförmchen und den Rezepten. Das, und das finde ich auch total witzig, geht nämlich an die liebe Nicola. Denn Nicolas Geschenk, Kerzen und die beiden Elche, geht an Claudia. Die beiden haben sich tatsächlich gegeneinander beschenkt und haben sich beide Kerzen bestempelt. Finde ich auch total passend. Freue mich, dass das so zusammenpasst. Genau. Und welchem Wichtel darf ich Danke sagen? Ich bin so glücklich. Der lieben Heike, die direkt über dir geschrieben hat. Heike Hollwedel, das ist deine Heike, deine Rahmenerstellerin. Ich freue mich auch über mein Geschenk. Ich hoffe, mein Wichtel freut sich auch über meins. Bestimmt. Ich erzähle gleich, wer es ist. Also, Claudia beschenkt mit den Kerzen und dem Keks-Set und den Rezepten die liebe Nicola. Dann haben wir das Geschenk von der Franziska. Das geht an die liebe Vanessa. Franziska hatte die Kiste voller Glitzer mit rosa und grün und blau. Und ihr erinnert euch? Klar erinnert ihr euch. Wie kann man das vergessen? Das kann man nicht vergessen. Das geht an die liebe Vanessa. Und das Geschenk von Vanessa wiederum. Die Fenstersterne aus Papier. Da erinnert ihr euch auch. Hatte ich eins nicht umgedreht, weil das Kabel da schon so mit drin hängt. Das bekommt die liebe Anja. So. Dann sind wir auch da einmal rum. Karin, viel Spaß damit. Ja, ich freue mich so sehr, dass ihr euch so freut, dass das so passt. Und ja, wie gesagt, ich habe Abholung durch DHL gebucht. Morgen früh kommt er. Vorm Aufstehen, ne? Kommt morgen früh und holt das alles ab. Als ich den Termin gebucht habe, wir sind ja 15 Wichtel tatsächlich, als ich den Termin gebucht habe, stand da, er holt nur 10 ab. Aber ich habe mir überlegt, ich werde da morgen ein bisschen lächeln und hoffe, dass das einfach mein Stammversender ist, also mein Stamm-DHL-Mensch. Der nimmt die nämlich mit. Ansonsten werde ich mich gleich hinterher ins Auto setzen und sie bei der Post abgeben. Also sie kommen in jedem Fall morgen weg, damit sie dann, naja, vor Weihnachten auf jeden Fall da sind. Das sind noch anderthalb Wochen, das soll es auf jeden Fall schaffen. Ich habe überall DHL gebucht mit Sendungsverfolgung. Ihr dürftet die Sendungsverfolgungsnummer auch alle von mir bereits bekommen haben. Wer die nicht bekommen hat oder verlegt hat oder was auch immer, der schreibe mich gerne nochmal an. Und Heike hat wieder den Vogel abgeschossen mit dem tollen Rahmen. Das stimmt. Wenn Heike das Wichteln irgendwann nicht mehr mitmachte, fahre ich persönlich hin und hole da was ab. Ich verspreche es. Es ist einfach der Knaller. Ich bin jedes Mal sprachlos, wenn das Paket von Heike kommt. Und ich kann noch erzählen aus dem letzten Jahr, also nein, aus diesem Jahr, liebe Heike, das interessiert dich bestimmt auch, ich war ja bei Anja Ehmann und rate, was da im Schrank stand.
die Batterien mussten mal, also da war sie jetzt auf dem Weg hin, aber schon aufgestellt, dass das dieses Jahr wieder in die Weihnachtsdeko kommt. Sollte noch neue Batterien kriegen und dann ist es wieder da. Sie freut sich immer noch wie ein kleines Kind über diesen Weihnachtsmarkt. Ich freue mich sehr. Das Adventsstädtchen, genau, dieser Weihnachtsmarkt. Ich wusste lange nicht, was ich basteln sollte. Ja, und es ist so schön. Es hat wirklich Wahnsinn. Ich bin einfach sehr, sehr begeistert. Also, wir werden uns jetzt dran machen, eure ganzen Wichtelgeschenke alle noch wieder liebevoll zu verpacken, sicher zu verpacken, damit sie möglichst sicher das Ziel erreichen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Rest dritten Advent. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns morgen Abend zum Stempeltalk. Stempeltalk, jetzt fange ich schon so an, ne? Zum Montagsschnack. Wenn ihr mögt. Und ja, alles Liebe für euch. Passt auf euch auf. Bleibt schön gesund. Und ja, Ostern gibt's wieder Hasenwichteln, wenn ihr Lust habt. Ansonsten nächstes Jahr zum Weihnachtswichteln. Bleibt schön gesund, habt einen schönen Abend. Bis dann.